Hallöchen, willkommen zurück zu Jotun. Wir haben noch diesen werten Herren hier, um zu klatschen. Das machen wir auch gleich mit Vollgas. Rechts runter, rechts hoch. Ich bin gespannt, was das ist. Sieht sehr feurig aus. Und wie wir damit klarkommen. Mal gucken, wen da alles auf uns setzen wird. Eieieiei. Viele Frostriesen und wir müssen Steine auf ihn schleudern oder sowas? Ah, habe ich gerade Frostriesen gesagt? Ich meinte eigentlich nur Riesen. Köln. Rund Kindelsens Dödelecker und Sarsöcker. Rune des Schmerzes. Das hört sich nicht so gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Da hört man es schon schmieden. Das war hier drüben. Mit einem Lavabad? Hi. Er auch so. What the fuck? What the hell? What the fucking hell? Alter. Geht's noch? Wow. Hey, wir haben hier mal zwei Hits gelandet. Ja, das ist auch ein bisschen unrealistisch, dass wir da jetzt treffen können. Alter! Der ist schon heftig drauf, ne? Der weicht doch immer so weit zurück. Oh, da haben wir einen aufs Maul gekriegt, aber so richtig. Okay, jetzt kommt wieder Feuer vom Himmel geregnet. Alter. Das Miese ist, du kriegst halt auch fast keine... Oh, Angriffe da rein. Ihhh, wie das blubbert. Okay, was treibst du jetzt? Sehr geile Angriffe, was der drauf hat. Raus da! Wow. Und dann haut er noch so einen raus, ja, ja. Ja, das ist ja hier kein Problem, wenn er weit weg ist. Das ist schon ein Problem! Das ist schon eher ein Problem. Oh, Kacke. Hier, nimm das. Das wirkt nicht auf ihn? Doch, wirkt auf ihn. Aber es trifft ihn nur einmal. Komm. So nah zu dir gehen die nicht, oder? Nee, die wirken nur ein bisschen weiter weg. Oh oh. Nee, war okay. No! Oh! Willst du mich verarschen, ey? Wird der schneller? Kann das sein? Nice.
Hier. Dann lieber mal den da aktivieren. Alter, der frisst aber auch kaum Schaden. Nice. Okay, ich weiß nicht, was er macht, aber er tropft auf jeden Fall Lava, wie blöd. Wow. Mal was Neues. Gerade noch gesehen, dass das nicht so gesund aussieht. Scheiße, er hat das da reingequetscht. Oh. Hä? Hey, hier kannst du ruhig. Wow. Wow. Gerade noch so weggekommen davon. Ja, doch. Wow, das wird immer heftiger bei ihm. Komm schon. Weg da! Gerade noch. Nice. Nice. Komm schon, nur noch eine Runde. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh ja, das hat nicht wehgetan. Das hat nicht wehgetan. Das hat geschmerzt, wie blöd. Komm schon. Mach ihn platt. Mach ihn platt. Yes. Trotzdem Inferno. Nice. Oh, halt. Oh, nicht, dass der uns hier noch, oh. Heldentod. Der explodiert doch jetzt, oder? Nice. Nice. First try. Ast rein. So kann der Part doch gut losgehen, oder? Wuhu! Und wenn ich dran denke, dass es Achievements gibt, ohne Schaden durch die Dinger zu kommen, oh Odin, und ohne Götterfähigkeiten benutzen, ja, Prost Mahlzeit. Dürfen wir jetzt an deiner Tafel speisen, Allvater? Oh. Entwickler oder? Oder sind das, ja doch, das müssen Entwickler sein. Das ist cool. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das hier nicht die irgendwelche Bäcker sind. Englisches Wort, Bäcker. Nicht hier der Brötchenmacher. Okay. Ist das sozusagen der Endscreen, oder? Was geht hier ab? Und vor allem diese schuppenähnlichen Dinger. Laufen wir hier auf dem Rücken von der Schlange, die das Meer gefressen hat, oder wie das war? Immer noch nicht auf den Namen davon gekommen, habe nicht nachgeguckt. Hey, Odin! Alles klar? Í þessu gapandi tómi hefur þú ferðast öll ríkin, fundið rúnirnar, sigrað jötnana. Það var ég, Óðinn, sem gaf þér annað tækifæri þar eð blóð Þórs flæðir æðar þínar. Láttu þessa miklu gjöf aðstoða þig í loka bardaga þínum, þar sem ég, Alfaðirinn, mun vera loka óvinur þinn. Viltu mig verarschen? Búðu þig undir bardaga, Þóra. Ekki mistakast að ávinna þér hylli goðana. What the fuck? Wir müssen gegen Odin ran?
Toll. Genau dann ist es ausgegangen. Ast rein. Das fängt ja schon mal perfekt an. Komm, hier. Nimm deine eigene Medizin. Okay. Dann weichen wir dem doch dann aus, wenn er kommt. Hat er gesagt und nicht gemacht. Jetzt auch noch. Moment, das machen wir jetzt ganz einfach. So, haben wir den noch? Nein, aber nicht. Den kann man bestimmt mit seinen eigenen Dingern treffen. Nee, geht nicht. Was macht er denn jetzt schon wieder? Was? Er holt sein... Nee, halt. Das ist nur ein Move gewesen. Wieso bin ich denn da nicht weggekommen? Miau. Na? Oh. Da hätt's mich fast erwischt. Alter, ich bin einfach immer zu spät dran mit Ausweichen, mit der Ausweichrolle. Scheiße, was machen die denn jetzt? Der überwalzt mich doch. Oh, fast. Scheiße! Fuck! Der Kampf ist doch eigentlich so einfach, aber ich bin zu blöd gewesen, dem ganzen Scheißdreck auszuweichen. Weil ich halt immer am... Ja... Weil ich halt zu oft zugehauen habe. Das ist es halt. Komm. Mach hinne. Okay, er labert wenigstens nicht so viel. Nice. Wenn man das schon einmal gehört hat, dann geht er gleich hier zum Business über. Okay, den werden wir doch jetzt ausweichen. Gut. Ich habe daraus gelernt. Rechtzeitig zum Schlagen aufhören. Scheiße. Vielleicht habe ich doch nicht daraus gelernt. Alter! Da stand doch er selber mitten im Weg. Normalerweise hätte er doch den Kack abkriegen müssen. Hören die auch irgendwann auf rumzufliegen, die Scheißsperre? Da kommt nämlich jetzt nochmal. Und jetzt sind schon zwei. Da musste man gar nicht wollen bei dem zweiten. Bleiben die für immer? Alter! Habt ihr gesehen, wie schnell der die Richtung gewechselt hat? Jetzt reicht's mir. Alright. Er holt seine Kackrunen raus. Weil das ist nur einer, den wir jetzt dann ausweichen müssen. Wirf die drei. Wuhu! Wirf deine drei, sonst ist meine Ablenkung völlig umsonst. Nee, macht nur den hier.
Kacke. Ey, wir sind so schlecht drauf. Oh. Okay, alles rausgehauen, was hier geht. Ah, scheiße, wir haben keine... Erstens haben wir keine Life mehr. Und zweitens auch kein Schiff mehr. What the fuck? Der erste Run war deutlich angenehmer als der hier. Ah. Wie kriegen wir Odin? Das ist halt jetzt die Frage. Man kann den Scheißsperren scheinbar nicht permanent ausweichen. Oder nicht unendlich. Die haben irgendwann so eine Reaktionszeit. Haben wir ja gerade gesehen. Ich bin weggerollt und die einfach so... Okay, machen wir mal fast den 90 Grad Abflug in die andere Richtung. Und man kann die Sperre nicht gegen ihn einsetzen. Das ist so ein bisschen schade. Man kann sie auch nicht zurückschleudern, oder? Ich habe es gerade versucht, da drauf zu hauen. Das ist ein schlechter Problem, da Sachen, schlechter Moment hier, Sachen auszuprobieren. Okay, es scheint nicht so zu funktionieren, dass man die zurückschleudern kann. Na gut, dann war der erste Hit schon mal völlig unnötig. Okay, jetzt wird es schon fast Zeit, den hier zu benutzen. Einfach um die Sperre wegzukriegen. Einer kommt noch, ne? Ja, den habe ich natürlich voll abgekriegt. Oh, mal gucken, ob wir den ersten ausweichen können. Scheiße. Oh, ich bin schon wieder hier voll am Abkacken. Ja, den haben wir wenigstens reingehauen. Ah, fuck you! Zu spät auf die Kacke da gegangen. Oh. Ich werde gerade sauer. Ich werde gerade sauer und unüberlegt. Das ist nicht gut. Arsch, Odin. Komm, dann fangen wir halt eben so an. Zack. Schon ordentlich draufgeknüppelt. So, der erste Speer ist unterwegs. Altvater, ja, ja. Oh, Ast rein, hier gekreuzt, damit man ja nicht ausweichen kann. Na, ja, ist klar. Ist klar. Alter, schon wieder. Als hatte mich der getroffen. Und der natürlich auch, weil der genau von der richtigen Seite kommt. Oh. Alter, und direkt einen in die Fresse gekriegt. Das läuft ja wieder astrein hier. Den auch abgekriegt. Und den natürlich auch. Alter, verfickter Falter. So, haben wir jetzt einfach alles raus hier. Ist mir scheißegal.
So, beides abgeblockt. Passt. So, jetzt habe ich nichts mehr. Gar nichts mehr, außer meinen krassen Skill. Ja. Zwei Hits und ich bin down. Da war schon mal der erste. Ja, toll. Wie willst du dem Fick-Scheiß denn ausweichen? Du kannst die Scheiße auch nicht auf ihn ablenken, also sich hinter ihm verstecken und ihm dann seine eigene Medizin schmecken lassen. Das geht nicht. Das habe ich doch auch schon ausprobiert. Das funktioniert nicht. Das ging bei allen anderen Gegnern eigentlich auch. Aber bei Odin, nein. Der ist gegen alles immun. Außer gegen meine Puppelaxt. Oh Mann. Einfach nicht treffen lassen. Das ist doch gar nicht so schwer, oder? Ja, außer natürlich, man möchte genau dahin wegrollen, wo Odin im Weg steht. Das ist nicht ganz so cool. So, ein bisschen Abstand. Oh, fast reingedödelt. Ja, wenigstens machen seine Movements keinen Damage. Oh, der war auch knapp. Oh, da kommt er schon wieder. Hören die irgendwann auf? Natürlich aufs Maul gekriegt. Geht schon wieder gut los hier. Ast rein. Und der nächste. Und der dritte auch noch. Fickt euch doch alle, ihr Hurenkinder. Und alles mögliche andere auch. Danke. Ah, wieder alles aufgebraucht und nur noch ein Hit und wir sind down. Das wird wieder nichts, Leute. Was ist das denn? Ich hab keine Lust mehr. Oh, natürlich haben wir zweimal daneben. Ja, toll. Ast rein. Nee, ich hab keine Lust mehr. Ich schneide den finalen Versuch rein. Aber ich werde jetzt das Spiel ausmachen. Oh Mann. Also, den finalen Versuch seht ihr dann gleich. Bis gleich. Versuch Nummer 6. Neue Erkenntnisse. Ganz am Ende holt er alle seine Kumpanen auf einmal. Alle U-Tunes. Uff, und neue Erkenntnis, diese Blitze kann man aufhalten. Das Timing ist aber echt beschissen teilweise. Also zumindest habe ich damit meine Probleme. Manchmal, also oft zu spät, manchmal zu früh. Und ich versuche meine Skills aufzubewahren, bis wir in die Phase kommen, wo er seine Kumpanen mit dabei hat. Hör auf, da rumzuschweben. Okay, jetzt holt er seine drei Stinger raus. Ah, da war es ein kleines Stück zu spät. Ja, und so ein kleines Stück reicht dann halt auch mal, um ordentlich Life zu verlieren. Ah, oh, von unten, ey. Schon die erste Heilung verdüttelt.
Das ist auch so mies, weil er dann noch so weit weggeht, dass man ihn vielleicht einmal hauen kann. Oh, oder wenn man daneben hat, gar nicht. Oh. Ja, genau. Gehst mir auf den Sack. Kommst du näher? Nein, natürlich nicht. Wenn ich da bin, geht er wieder weg. Nice. Da! Okay, jetzt holt er seine Kumpels. Okay, wen holt er? Ihn. Das heißt, wir weichen den Blitzen aus. Und müssen darauf achten, wo der Kackspeer herkommt. Oh, ich hasse das. Oh, oh. Oh, der war knapp. Der war knapp. Ah, leck mich. Komm, die Kombination geht schon mal. Ja, ordentlich an der reingedonnert. Oh, zweimal daneben gehauen, nicht gut. Und auch noch aufs Maul gekriegt, besonders schlecht. Wow, der hätte uns fast den Speer direkt reingejagt. Ich habe das Decoy aktiv jetzt gerade. Oh. Holst du deine Kumpels nicht? Doch, holst du. Das ist nicht gut, wenn wir mitten in der... im Weg stehen davon. Ah, getroffen haben wir damit. Komm, bleib stehen und lass dich verprügeln. Nice, das Ding getroffen. Okay, es sieht eigentlich recht gut aus. Was, wir sind von dem Ding getroffen worden? Nicht dein Ernst. Kommt, nur noch einer. Nice! Uhuhuhu. Das war nervig. Zum Glück haben wir die letzten Life Points relativ flott abgezogen, ansonsten hätte er alle auf einmal geholt. Hey. Nice. Ich habe die Götter beeindruckt. Oh ja! Cheese. Sehr nice. Sehr nice. Geil. Ich liebe Spiele, die in so einer, ja, in einer anderen Sprache außer Deutsch-Englisch, vielleicht sogar auch Französisch-Spanisch ausgenommen, gesprochen sind. Ah, das gibt nämlich der ganzen Szene und der ganzen Mythologie richtig Nachdruck. Ja, das Spiel ist sehr geil. Eine schöne Mischung aus Puzzeln, Rätseln, Kampfszenen, Bossfights, Secrets. Das hatte was. Das hatte was. Und ich weiß, das Spiel gibt noch mehr her. Ein Valhalla-Modus. Der ist noch ein bisschen heftiger. Den machen wir nicht. Ich will nur das Grundspiel zeigen.
Von daher sehen wir uns nächste Woche mit einem neuen Spiel und wenn ich der Kaufempfehlung aussprechen würde, auf jeden Fall. Also das Spiel bockt richtig. Mich hat es am Ende ein klein bisschen gefrustet, weil ich einfach nicht gut in solchen Spielen bin. Aber es gibt, wie gesagt, Herausforderungen ohne Schaden, Bosse umhauen, ohne Götterfähigkeiten, Bosse töten. Also da gibt es schon einiges, was man noch sich selber herausfordern kann, um sich selbst einen Platz in Valhalla zu sichern, irgendwann mal. Also gut, macht's gut, wir sehen uns nächste Woche mit was anderem. Was es sein wird, lasst euch überraschen. Bis dann, ciao.